Es kann passieren, dass wir in der Gemeinde unbewusst eine Kultur entwickeln, in der die wunderbaren Gaben des Heiligen Geistes nur innerhalb der Gemeinde genutzt werden. Ohne darüber nachzudenken, können wir eine Gemeindekultur prägen, die besagt, diese Dinge passieren nur, wenn wir in unseren vier Wänden zusammenkommen. Dabei sollten die Hauptfunktion und der Haupteinsatzort dieser Gaben da draußen sein, wenn wir einer verlorenen Welt von Jesus erzählen.